Herzlich willkommen Leute zum weiteren Let's Play Online Projekt und zwar zu Pokémon Tekken für die Wii U. Ich habe erst überlegt, ob ich dieses Spiel Let's Playen soll und damit meine ich denn die Story, Leute. Da die Story aber recht eintönig ist und auch langweilig, weil man muss halt nur gegen Computer kämpfen und das ist einfach nicht wirklich spannend zuzugucken, finde ich, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde das ein bisschen langweilig und online geht da schon mehr die Post ab. Allerdings muss ich jetzt erstmal dazu sagen, ich habe dieses Spiel natürlich schon ewig nicht mehr gespielt. Damals zum Release natürlich gleich gekauft und auch gespielt und auch ein bisschen gesuchtet. Ich habe mich damals sehr auf den Titel gefreut, überhaupt mal wieder ein Pokémon spielen zu dürfen auf einer Nintendo-Heimkonsole, yeah! Allerdings muss ich sagen, dass ich die Story recht lame fand und ja, online wurde ich halt irgendwie immer vergewaltigt und ja, dann saß der Frust halt auch, ja, saß halt ein bisschen tief und dann hört man halt auch mal schnell auf wieder zu spielen, ne? Das ist ja der normale Weg, sag ich mal. So, ich habe jetzt kurz mal den Trainingsmodus, wieder so die Standard-Moves mir verinnerlicht, Leute, also Abwehren, Blocken und sowas. Ich hoffe, dass wir online ja, Gegner finden, die unser Kaliber entsprechen, dass wir da ein bisschen was reißen können. Ich habe wirklich früher Kämpfe gehabt, da dachte ich, Alter, ich durfte nichts machen, Leute. Ich wurde direkt vergewaltigt und ja, da war der Kampf vorbei, ne? Wow, Junge. Leute, schaut euch hier dieses epische Intro an, was wirklich eigentlich ziemlich nice gemacht ist. Und das Spiel an sich gefällt mir eigentlich auch, dieses, die Idee dahinter gefällt mir. Halt so Pokémon Beat'em Up mäßig ist eigentlich ziemlich geil, bloß man hätte halt auch mal irgendwie mehr Kämpfer nehmen können und auch noch andere Sachen, die mir nicht gefallen. Die Musik gefällt mir zum Beispiel gar nicht, man hätte Titel oder Musiktitel nehmen können von Pokémon Spielen, das wäre richtig episch gewesen. Stattdessen hat man hier neue Titel spendiert bekommen, die längst nicht so ballern wie die Gameboy-Titel. Ja, Gameboy, ihr wisst, was ich meine. Nintendo 3DS, Nintendo DS-Titel. Da die Pokémon-Spiele, da war die Musik ja richtig episch. Kann man hier leider nicht erwarten, Leute. Das gefällt mir nicht so. Ja, die Musikstücke sind zwar okay, aber längst nicht diese epischen Lieder, die wir sie von unserem Handheld gewohnt sind, Leute. So, wir gehen hier in den Online-Kampf. Mein Gott, hoffentlich findet man hier überhaupt noch Gegner. Ich habe nichts getestet, Leute. Und ihr seht hier auch meine Statistik, sehe ich gerade. Rang-Match-Aufzeichnungen. 7 Kämpfe, 2 gewonnen, 7 Niederlagen. Ja, ich sag mal so, ich war nicht der Beste damals. Freundschafts-Match-Aufzeichnungen. 69 Kämpfe, 25 gewonnen, 44 Niederlagen. Auch da bin ich nicht wirklich gut gewesen. Wir machen erstmal Freundschafts-Matches, Leute. Um einfach mal zu gucken, wie was dann noch so für Leute hier rumgeistern. Und wir werden halt auch noch Rangkämpfe in diesem Part machen. Aber ich jetzt so vom Gefühl her würde ich sagen, dass Rangkämpfe natürlich schwieriger sind. Weil da natürlich sich mehr so die Süchtigen aufhalten. So, Suche läuft. Das ging früher immer richtig schnell. Ich weiß nicht mehr, wie es heute ist. Computerkampf beginnen. Ja, richtig geil. Ach ne, doch nicht. Ein Gegner ist erschienen. Ich dachte schon, wir haben keinen gefunden. Gegen Logok. 72 Kämpfe, 38 Siege, über 50% Win-Quote. Oh, Leute, muss sowas gleich zu Anfang kommen. Im Geisterhaus. Komm, wir geben unser Bestes. Diese Helfer-Pokémon, ich weiß nicht, was ich da nehmen soll, ist auch egal. Wir spielen mit Gewaldro, Leute. Den habe ich früher immer genommen. Mit denen kann ich wenigstens ein, zwei Moves. Und zack, Blättersturm. Boo! Junge, 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 die Attacke ist auf jeden Fall richtig geil. Dass die hier so durchgeht direkt, der wundert mich. Alter, der macht ja gar nichts gegen mich. Als ob ich voll der Pro bin. Ja, das habe ich auch voll oft gehabt, dass ich dann noch die Matches verloren habe, Leute. Ja, Mann, 1-0, sehr geil. Das sah eigentlich schon mal relativ entspannt aus. So, was nehmen wir hier?
Wir nehmen Dick da, da die Leiste voll ist bei Dick da. So, mal gucken, ob wir hier wieder so ins Match kommen wie gerade. Oh, Emolga, was macht das denn nochmal? Tempo senkt, fuck. Das ist nicht gut, Leute. Oh, der hat seinen Spezial eingesetzt, yo. Ah, ich habe Angst, dass er es einsetzt, Leute. Ich will auf jeden Fall defensiv bleiben. Ah, ich habe verteidigt. Ja. So, jetzt setzen wir Dick da ein. Und wir haben ja auch unseren Spezial, Leute. Hä? Okay, das habe ich anders in Erinnerung. Aber okay, wir verprügeln ihn gerade gut. Das gefällt mir natürlich. Jetzt verpiss dich, Junge! Jawohl, gewonnen, Alter! Und eigentlich ziemlich souverän, Leute. Monster-Gewaltro, oder was? Yeah! Sieg, Gewaltro, Leute! Offensiv 5 von 5 möglichen Punkten. Das schmeckt mir natürlich hier gleich zu Beginn. Ihr seht, mein Gewaltro Stufe 73. Also, ja, ich habe Story schon relativ weit gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das komplett gespielt habe. Komplett durch, nicht. Ich glaube nicht. Kampf gegen den nächsten Gegner machen wir, Leute. Aber man steigt eigentlich auch fast nach jedem Kampf, geht man fast immer eine Stufe hoch. Am Anfang ist das sogar noch so. Da steigst du noch einen Kampf direkt hoch, egal ob du gewinnst oder verlierst. Oh, gegen einen Gengar, Leute. 5 Kämpfe und nur ein Sieg. Jetzt denke ich natürlich, dass ich auf jeden Fall gewinnen werde. Aber wir sollten uns nicht zu sicher sein. In Telluria. Ja, und jetzt, das ist jetzt dieser Sound, Leute. Stellt euch mal vor, jetzt würde diese Musik kommen, wenn man gegen Gary kämpft. Oder gegen Siegfried. Oder gegen Cynthia oder so. Das wäre krank. Würde viel mehr ballern, finde ich. Round 1. So, mal gucken. Gengar chillt da auf jeden Fall. Macht erstmal nichts. Oh, okay. Nice. Weil ich glaube, der ist schlecht. Und zack, Blättersturm. Boom. Alter, Blättersturm haut nochmal richtig rein, wa? Zwar sinkt dadurch auch mein Angriff, Leute, aber das juckt mich jetzt gerade nicht. Weil Blättersturm einmal durchzukriegen ist ziemlich nice. Ah, der weiß gar nicht, was los ist. Der ist richtig schlecht. Also wenn der das hier noch gewinnt, 2-1, dann... Ja. Verlose ich eine Wii U. Mit 2 Controllern, 2 random Spielen und alles mögliche, Leute. Okay, Evoli. Was macht Evoli nochmal? Okay. Sein Angriff steigt durch Evoli. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so die Panik vor, weil er mich ja eh nie trifft. Hier den Blättersturm kriegt er wieder ab. Bam. Boom. Jetzt kommt Monster-Gewaldro, Leute. Zack, zack, zack. So, und wollen wir ihn mit Spezial töten? Yeah, komm, treffen wir. Oh, ne. Okay, den hat er gut ausgewichen, muss ich sagen. Oh, den ist der gut ausgewichen. Das rufen wir Dick da. Und das war's, Gengar. Yeah. So, Leute, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Ich bin gerade richtig positiv überrascht. Wenn ihr das Game auch habt zu Hause und mal gegen mich spielen wollt, lasst es mich ruhig wissen, schreibt es in die Kommentare und dann können wir auf jeden Fall mal gegeneinander kämpfen, Leute. Und das werde ich dann natürlich auch hochladen, da machen wir einen schönen YouTube-Part draus und da haben wir alle was davon, ne? Also, wer will? Nur zu, Leute. Krafttraining Arena gegen Macho Mai. So, das müssen wir uns zum Glück nicht geben, da dass wir gegen Computer spielen müssen. Wir haben einen neuen Herausforderer. Mit 58 Kämpfen und 24 Siegen. Okay, könnten wir schaffen. Aber Pikachu ist ein flinker Kämpfer, Leute. Ja, das ist nicht so einfach, ne? Und wir haben halt auch nur 27 Siege. Von 71 Kämpfen. Das ist eine schwache Quote.
Aber schauen wir mal. Wir sind ja gerade gut gestartet. Wir können auf jeden Fall mit breiter Brust hier in diesen Kampf gehen. Dein Gegner ist doch nicht kampfbereit. Komm, sieh zu da. Ah, siehst du, da geht's schon los, ne? Oh nein, der kann mich von Weitem weg angreifen. Oh nein, Leute, wie soll ich das abwehren? Macht er das jetzt immer, oder was? Ah nein, gegen solche Leute. Ja, es ist okay. Also ich kann das verstehen, wenn das klappt, ne? Kann man das ruhig machen, ne? Aber ich bin halt auch zu blöd, um das abzuwehren. Komm, Tragosso, mach mal was. Okay, Tragosso trifft. Jetzt können wir Pikachu eine reinhauen. Oh, jetzt kriegt Pikachu Power wieder. So, da kontern wir doch einfach mal instant. So, wir haben abgewehrt. Das ist gut. Oh, wir kriegen trotzdem hier ordentlich auf die Fresse gerade. Oh, die Attacke fuckt mich ein bisschen ab, Leute. Muss ich zugeben. Und wieso war sein Spezial schon aufgeladen? So viel besser war er jetzt auch nicht. Okay, jetzt müssen wir natürlich direkt angreifen. Fuck, ey. Ja, Mann, was soll ich da machen, ey? Das macht er immer wieder, ne? So, jetzt können wir hier direkt Blättersturm einsetzen. Nice. So, jetzt setzen wir unser Spezial hier mal ein, hier. So, Pikachu, schluck das. Dick, da holen wir auch noch raus, Leute. Oh, Reshiram oder wie das heißt. Aber wir haben eigentlich abgewehrt. Ja. So, mal gucken, vielleicht treffen wir. Natürlich nicht. So, sieht aber jetzt gerade ganz gut aus für uns. Ach, Mann. Mann, wie viel Power hat denn das Vieh noch? Ja, 1-1. Ich habe einfach nur noch X gedrückt die ganze Zeit, damit Pikachu endlich auch drauf geht. Okay, alles noch drin, Leute. 1-1. Tragossos Helferleiste ist voll, den nehmen wir mit. Das macht er immer wieder, ne? Ja, ich kann da nichts gegen machen. Sorry, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, ich habe eigentlich auch Tragosso gerufen in dem Moment. Ja, oh, da schlug ich natürlich jetzt gut Schaden. Und der ist schon wieder im Dingens, ey. Gibt's doch gar nicht. Oha, jetzt gehen wir drauf, glaube ich. Oh, ey. Das ist natürlich scheiße, Leute. Aber das hat mich auch schon früher immer richtig aufgeregt. Weil ich habe den jetzt ja wirklich fast gar keinen Schaden gemacht in der letzten Runde. So als ob er einfach eine Million mal besser ist. Aber er hat einfach sein Spezial und dann kannst du ja... Ja, kannst du... Was heißt, du kannst nichts machen, aber es ist schwierig denn. Es ist schwierig, weil du drückst auf Abwehren, weil du hast Angst, dass er dich damit trifft. Mit dieser Spezialattacke. Und die Gegner wissen das natürlich, dass man die ganze Zeit nur noch auf Abwehren geht. Dann greifen die dich einfach. Sie dich wehren und dann setzen die ihr Spezial ein. Ja, und dann guckt man blöd an. Der hat 580 Kämpfe fast. 579 Kämpfe. Da, okay, das wird nichts werden. Weil alleine jemand, der so viele Kämpfe gemacht hat, ist besser als ich. Muss besser sein. So, der erste Hit gehört aber uns. Und der kennt nicht meine Blättersturm-Taktik. Oh, bisher, ja, würde ich sagen, hauen wir den gut weg. Ah, jetzt greift er mich, ey. Jetzt hat er mich wahrscheinlich eh. Was ist jetzt los? Fuck, ey. Ah, was, kommen wir hier nicht mehr raus, ey.
So, Tragasso, mach mal was. Nein, Mann, wir waren so gut, ey. Und dann hat er uns zerdeppert, ey. Das ist so bitter, aber... Ja, das ist scheiße, Leute. Regt mich natürlich jetzt wieder wenig auf gerade. Elektroball? What the fuck? Oh man, der wehrt ab und ist der Spezial ein. Wie dumm bin ich? Ah, das war's auf jeden Fall. Der hat ja auch noch sein Spezial und ich habe ja gar nichts aus unserem Spezial gemacht von Gewaldo. Oh man, oh man, oh man. Wie konnte ich gerade so gut sein gegen den? Alles klar, das hat sich erledigt. Bastard! Ich hasse es zu verlieren, Mann. Gegen solche süchtigen Opfer, ey. Kann mich mal kreuzweise, ey. So, wir werden jetzt hier den Kampf beenden, Leute. Jetzt werden wir mal noch einen Rangkampf machen. Mal gucken, was sich hier so für Gegner tummeln. Which Pokémon are you battling with? Wir nehmen wieder Gewaltro, weil mit dem Rest kann ich gar nichts. Ja, Tragasso, Dicta, komm, wir nehmen jetzt mal Reshiram und Cresselia. Ein neuer Herausforderer. Kommt jetzt kein Süchtigen hier. Oh, wow, 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 hat eine gute Quote. Ja, das wird nichts, Leute. 16 Siege von 24 Kämpfen, das ist ordentlich, muss ich sagen. Gegen Lucario. Komm, Gewaldro. Ja, wen nehmen wir denn hier? Reshiram. Was macht Lucario da, Leute? So, da haben wir ihn schon mal gehittet. Yeah, Konterangriff trifft. Ah, da wollten wir den Blättersturm einsetzen, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt hat er mich. Mann, ey, der hat noch 400 Power. Hilf mir jemand, wir kommen hier nicht raus. Ah, da wollte ich zum Blättersturm ansetzen, dann wäre er auf jeden Fall tot gewesen. Hatte nur noch 87 Power. War relativ knapp aus, wenn es, ja, nicht so wirklich aussah. Er war natürlich schon besser, gar keine Frage. Und jetzt die nächste Runde wird jetzt halt wieder schnell entschieden durch irgend so Kack-Spezialsachen. Das finde ich halt blöde. Der hat ja auch 600 Power. Okay, ich habe 570. Das ist auch nicht viel weniger. Ah, ich wollte Gigasauger machen, aber vergessen, wie man das einsetzt, Leute. Oh, jetzt sieht es wieder ganz gut aus gerade. Da werde ich jetzt auch mal unser Spezial hier einsetzen. Ist mir egal. Um wenigstens vielleicht mal eine Runde hier nach Hause zu holen. Ja, wir haben abgewehrt. Nice. Ey, wir hatten abgewehrt, Mann! Okay, jetzt wird's eng, Leute. Ja, Mann! 1-1. Okay. Hui. So.
Cresselia, helf mir beim Sieg. Das wäre natürlich jetzt überragend. Könnten wir das hier irgendwie gewinnen, ne? Jawohl, der sitzt schon mal wieder. Ah, was soll ich da machen, ey? Hält mich in der Luft wie so ein Volleyball. Ja, jetzt haben wir eigentlich gekontert. Keine Ahnung, warum der nicht durchgeht. Ah, zu spät Cresselia eingesetzt. Wir kriegen kaum Power dazu. Ah, Blättersturm verpasst. So, jetzt greifen wir Lucario mal. Bisschen Damage austeilen hier. Jawohl, der Gigasauger trifft. Nice. Und wir haben unser Spezial. Kommt, bitte treffen. Jawohl, es trifft. Das müsste lang, Leute. Und dann haben wir den Kampf jetzt tatsächlich gewonnen. Das muss lang. Jawohl, wir haben hier den Online-Ranglistenkampf gewonnen. Gegen dieses Lucario. Überragend. Und der hatte eine ziemlich gute Quote. Alter, sehr geil. Stark, Gewaldro. Da gibt's ordentlich Sterne, Leute. Yeah. Auf jeden Fall ein guter Abschluss hier in dem Part, Leute. Ich hoffe, ihr feiert hier die Pokémon Tekken Online Parts. Ich denke, das ist doch mal wieder was anderes hier auf meinem Kanal. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch gegen mich kämpfen, Leute. Wie gesagt, das Angebot steht natürlich immer noch. Schreibt es in die Kommentare, dann werden wir gegeneinander online kämpfen und natürlich auch einen YouTube-Part daraus machen. Und ja, Leute, in dem Sinne, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Tekken.